Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Skyrim. Ja, Skyrim, ich hatte echt mal wieder Bock drauf, das zu spielen. War schon ewig her, dass ich das aufgenommen hatte. Wir hatten ja schon ein Let's Play, schon ein bisschen länger her. Und jetzt bin ich gerade so am Überlegen, was könnten wir denn nehmen? Ich hätte ja mal voll Bock, mal was anderes als so ein Nord zu spielen, ne? Ich hätte mal Bock auf einen Zwerg oder sowas, aber den gibt's hier, glaube ich, nicht. Nein, gibt's nicht. Ich habe schon so lange kein Skyrim mehr gespielt. Wir könnten. Ich glaube, wir nehmen mal einen Ork. So ein richtiger. Ja, so ein richtiger grober, ne? Muss schon sein, ne? So als mal. Ja, nehmen wir den. Ork ist gut. Geschlecht männlich. Gewicht. Natürlich richtig, richtig schwer. Hautfarbe. Kann man auch ändern. Sicher. Nicht grün. Ach, den kann man auch dunkeln. Oh, so ein schwarzer Ork. Und das ist so ein ganz heller. Ich glaube, ich nehme ganz heller. So ein richtig schönes Grün. Gesichtsfarbe. Nee, da bleiben wir auch beim grünen Schmutz. Ist denn ein sauberer Ork? Ja, vielleicht ein bisschen dreckig. Schmutzfarbe. Oh, ist halt Dreck, ne? Narbe ist cool, gefällt mir ganz gut, obwohl gibt es auch noch andere Namen. Oh, die ist ein bisschen intensiver. Ich glaube, ich nehme die, die ist gut. Kriegsbemalung brauchen wir nicht. Nein, gut. Dann geht's weiter. Wir kürzen das Ganze jetzt ein bisschen ab. Ich glaube, ich belasse den jetzt auch einfach mal so. Die Haare hätte ich gern anders. Da gibt's denn andere Haare für einen Ork? Zeig mal, was gibt's denn alles? Hallo? Ist nicht sehr. Ach, von hier aus sieht man es. Okay. Okay. Na, das ist doch ganz schick, ne? Ja, der ist schick. Ein Bart? Nehmen wir noch ein Bart mit dazu? Hallo? So einer mit Zopf. Ja, so mit dem Gummi drin, das ist gut. Haarfarbe. Oh, das ist ein gutes. Das ist eine tolle Farbe, die gefällt mir. So. Okay. Dann fertig. Charaktername. Ja, nennen wir doch einfach mal. Mariandos. Eben wusste ich echt nicht mehr, wie man mich schreibt, ne? Also echt, ne? Manchmal. Kommt ihr von einer der Festungen, Ork? Wie hat es euch denn hierher verschlagen? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Orsinium zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Das ist schon cool gerade, ne? Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt und wir spielen das Ganze auch wieder mit Mods. Also ich habe ein paar Mods hier reingemacht. Oh, Entschuldigung. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ein fairer Prozess. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Der ist sehr blutleer, der Typ, ne?
Kommt gar keins mehr rausgelaufen. Habe ich das ausgeschaltet? Hm? Ja, ich komme. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ich kann nichts tun. Ein Drache! Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! In Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? So, endlich, ich darf. Wie rennt man nochmal? Ah ja, hier, genau. So, ich verkürze das Ganze jetzt mal. Wir kennen das Ganze ja schon vom letzten Let's Play. Heiße Sache, das Ganze. Jo, jetzt machst du aber. So, raus hier. Meine Maus noch einstellen. Ich glaube, ich muss mir das aber anders da einstellen. Huch. So. Wir rennen hier einfach mal durch und, ja, der hat Spaß da oben. Ich gehe gleich direkt hier rein. Ich verschwinde hier einfach, ne? Wir wollen ja flüchten, nicht mit den Leuten noch groß erzählen. Ist ja Blödsinn, ne? So. Ah, herrlich. Mm-hmm. Wir sehen uns dann in Sovngarde. Ich frag mich, wie der hier reingekommen ist. Offenbar sind wir die einzigen, die es durch die Tür. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Das ist voll die dicken Lippen. Ich sehe, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Oh, mach mich auf. Oh. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Und die Krüge. Ihn nicht mehr brauchen. Dankeschön. Na schön. Und das erste aus einem Mod. Und zwar... Eigentlich spiele ich ja einen Jäger, ne? Also, ne? Heute ausnahmsweise mal nicht. Aber hier ist die erste Rüstung schon mal drin. Die nehmen wir gleich. So, dann tun wir das gleich mal machen. Wo haben wir es denn? Wir haben hier die Schuhe. Steigert Ausdauer. Rüstung. So. Dann Waffen. Favoriten auf F. Ja. Gut, ich nehme aber die Kriegsaxt. Weil als Ork, ne? Das ist schon viel geiler so. Versuchen wir es mal beim Tor. Okay, zum Tor. Der Drache randaliert noch ordentlich. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, Soldat. Die Kaiserlichen. Geht weiter. Entdeckung. Öffnet dieses Tor. Attacke! Zack und zack! Du bist tot. Und der war schön. War der herrlich. Nehmen wir mal alles mit. Und ja, Schlüssel war da. Und ich glaube, ich muss das Ganze ein bisschen von der Musik ein bisschen leiser machen. Die Musik ein bisschen runter. Fußstapfen kann eigentlich so bleiben. Effekte können ruhig laut bleiben. Gesamtlautstärke machen wir einfach mal so. 80% dürften reichen. So. Ja, das ist besser. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen leer.
Kann ich jedem nur empfehlen, hier als mal ein bisschen nachzugucken. Hier haben wir ein Schwert. Dann gehen wir mal hier rüber, noch ein bisschen Geld. Hier können wir blocken. So, da ist nichts. Die ist offen, da ist nichts drin. Da ist, glaube ich, nochmal eine Rüstung und 4 Gold. Das nehmen wir auch noch mit. Wir sind nämlich schon arme Leute, ne? Ja, so. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ist das dann die für hier? Nee. Ja? Egal. Huch. Hier machen wir mal auf und dann abwärts. Autsch. Aua. Zack. Zu spät, ihr seid schon tot. So, erschlagen. Schöne fette Rüstung. Eigentlich könnten wir direkt die schwere Rüstung anziehen. Ist zwar eine kaiserliche, aber... kaiserliche, schwere Rüstung. Stiefel lassen wir mal an, weil wir kriegen hier Ausdauer noch dazu. So. Ja, nehmen wir mal alles soweit mit. Die Krüge auch, weil wir können die nämlich zu Eisenbachen zusammenschmelzen. Hier, das nehmen wir auch noch. Das Salz nehmen wir mit. Komm, lass mich raus. Ja, ich bin schon lange. Ich warte auf dich, Junge. So, und den hier müssen wir natürlich helfen. Jo, jetzt machst du aber. Nein. Oh, ich bin zu spät. Die Frau ist tot. Nein. Na, egal. Pelzschild. Eisenschwert nehmen wir auch mit. Stahldolch kann man mitnehmen. Ein Pfeil. Eisenkolben kann man mitnehmen. Dann tun wir den doch direkt einmal. Wir könnten ja eigentlich... Wo haben wir denn den Eisenkolben? Da haben wir. Oh, ich bin etwas zu schwer. Okay, was werfen wir weg? Wir könnten... Kaiserliche Schwerter können wir mal 2 wegschmeißen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Das nehmen wir auch noch mit. So. Und das öffnen wir mal geschwind. Ist ja hier easy. So. Falls wir hätten Magier werden wollen, ne? Nehmen wir mal mit. So. Schön hier durch. Jetzt können wir auch mit beiden... wen habe ich geschlagen? Das Skelett habe ich verprügelt. Okay. Oh, das hat Gold. Wusste ich gar nicht. Hast du auch Gold? Aha. Hier kriege ich noch ein bisschen Gold. Schäbige Klamotten will ich aber nicht. Bin doch schon da. Ich bin doch schon da. Mach doch nicht so eine Hektik. Bisschen Ausdauer sammeln und dann los. Ja! Okay, ich muss sagen, mit 2 Waffen zu spielen ist komisch. Mit so zwei Dingern hier. Wir sammeln jetzt nicht alles auf, weil wir haben nicht genug Platz. Wir sammeln noch später zu's genug. Da fehlt doch einer. Ah, da. Okay. Der ist tot. So, und durch. Bitteschön. Dankeschön. Ich warte gar nicht auf den. Der braucht mir so lange. So, dann gehen wir mal hier rein, weil hier liegt nämlich auch noch ein bisschen was rum. Ein Geldbeutel, hier noch was. Und noch ein bisschen Gold. Kann man alles gebrauchen. Das ist kaputt. Dann liegt hier vorne noch ein bisschen was. Danke.
Und die Dinger will ich nicht vom Namen bekämpfen. So läuft das ab hier. So geht dat. So, und euch zwei Hübschen. Du kriegst den hier und den schenke ich dir. So. Nehmen wir auch mal mit, das Gift. Das ist ganz gut für die Waffe. Jetzt müsste man doch eigentlich auf die Waffe. Können wir doch. Wo haben wir's? Möchtest du? Nee, halt nicht auf den Bogen. Nicht auf den Bogen. Wir haben noch den Bogen ausgerichtet. Wir machen das auf die Kriegsaxt. Zaubertränke. So, jetzt ist unsere Waffe ist schön vergiftet. Das ist ganz gut für das Bärchen, was wir gleich treffen werden. Da ist nochmal ein Do. Jetzt trage ich zu viel. Das ist jetzt ein Witz, oder? Bekleidung, kaiserliche Rüstung können wir fallen lassen. Hier ist auch noch ein Geldbeutelchen drin. Und hier ist eine fetten Bärenmama. Hallöchen! Und vergiftet und erschlagen. So muss es sein. Gut, dann geht's weiter. Gehen wir hier raus. Wir haben es ja gleich geschafft. Aber die Ausdauer, muss ich sagen, geht sehr schnell runter bei dem Ork. Aber ich habe ja auch schwere Rüstung an. Also daher kann das auch daran liegen, ne? Ganz klar. So. Raus geht's. Und tschüss. Wir könnten das Ganze abkürzen, also gegen den Beke den könnte ich locker platt machen, diesen Drachen, ne? Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal Ja, für immer. verschwunden, er hat sich Ich weiß nicht, teleportiert. ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Meine Schwester. Es ist was. Meine Schwester Gerdur führt die Okay, weiter geht's. Die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Sehe ich genauso. Gut, wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Flusslauf? Wie hieß es? Flusswald, Flusswald. Gott, allein, ich spiele das Spiel schon so lange und dann habe ich das vergessen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Mache ich nicht. Anderes Mal vielleicht. Gut. So, wir haben den Anfang gerissen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.